Ja, hallo und herzlich willkommen zu Little Kite, einem Storytelling-Adventure. Und es erzählt die Geschichte, eine Geschichte aus dem realen Leben. Und zwar aus dem realen Leben Mitte der 90er Jahre in der Ukraine, nehme ich mal an. Ne? Weil der Macher Anatoly Kowal stammt nämlich aus der Ukraine und hat 2012 The Kite veröffentlicht und Little Kite ist quasi der Remake davon von 2017. Und Anatoly Kowal hat auch alles, also hat hier die Programmierung gemacht, die Geschichte geschrieben und eben auch die Zeichnungen. Ne? Und die finde ich eben auch, die finde ich sehr, sehr stark. Ne? Also der kann wirklich richtig gut zeichnen. Ne? Und in der Geschichte, die quasi das ungeschminkte Leben beschreibt, ja, ungeschminkte reale Leben beschreibt, eben mit allen Problemen, spielt eben Alkohol eine wichtige Rolle. Ne? Aber mehr, oder besser gesagt, die negativen Wirkungen von Alkohol, aber mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Und sagen wir, legen mal los. Ja, eine glückliche Familie, Vater, Mutter und ein Kleinkind. Dann passiert irgendwas. Das Schicksal schlägt zu. Mutter und Sohn stehen alleine da. Mit ernsten Gesichtern. Und ein neuer Mann kommt dazu. Ja, und damit willkommen im ersten Kapitel von Little Kite, das heißt Mary. Ja, willkommen im postkommunistischen, in der postkommunistischen Ära der Ukraine. Ja, in der Wohnung von Mary, Andrew und ihrem neuen Lebensgefährten. Und Andrew hätte gerne ein Sandwich von uns. Von uns als Mary. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das bewerkstelligen. Die Steuerung ist im Prinzip recht simpel. Wir haben ein Inventory oben halt und das hier ist unser Hotkey. Ne? Geht leider sehr schnell weg. Ne? Aber unterhalten wir uns erstmal mit unserem Sohn, mit Andrew, über ihn. Fragen ihn, was er so gerade macht. Ja, und er spielt Superheld und fliegt über die Stadt und verteidigt die gegen Olivetron. Und wer ist Olivetron? Das ist ein ganz böser Schurke. Das ist aber toll, dass
die Stadt einen solchen Superhelden hat. Und was sind seine Superfähigkeiten? Er hat Conan, der die Gegner mit dem Schwert niederschlägt. Das klingt aber cool. Ja, kommen wir mal zum Sandwich. Wie hättest du denn gern dein Sandwich? Wie sieht dein perfektes Sandwich aus? Ja, mit Schinken, Käse, Tomaten und Salat, glaube ich, ist das. Gut, das mache ich dir. So. Aber bevor wir das Sandwich machen, schauen wir uns erstmal schauen wir uns natürlich um. Im Gegensatz zu Mary kennen wir uns ja hier nicht aus. Ja, schade, dass es dafür keine Taste gibt. Ne? Sehr kurz hier. Ne? Hier, das ist Conan, ne? Würde ich mal sagen. Ja, das ist Conan. Den dürfen wir nicht anfassen. Aber wir könnten Conans Schwert für irgendwas gebrauchen. Ja, was haben wir denn noch? Hier war noch was. Ja, das ist auch ein Spielzeug. Von Andrew. Spielzeug, da haben wir noch. Ja, Rubik's Zauberwürfel. Aber daran hat Andrew ja so gar kein Interesse. Ne? Er spielt wohl lieber Superhelden. Ne? Ist eher so was für Theoretiker. Und hier sehen wir ja auch 1995, wo ich das gelesen habe, ne, wo die Geschichte vermutlich spielt. Wir haben ein Telefon, wissen aber nicht, wen wir anrufen sollen. Blicken wir aus dem Fenster. Ja, und draußen wird es langsam dunkel und dann kommen die Geräusche der Nacht mit Nachbarn und so weiter. Und bei ihr fangen die Gedanken wieder an zu kreisen. Ne? Ja, ihr geht's halt nicht gut hier in der Situation. Was haben wir hier noch? Ein hübsches Auto. Hier haben wir noch eine. Ja, das ist halt eine Zeichnung von Andrew, also ein gemaltes Bild. Und das ist so ihr Zugang, ne, zu seinen Wahrgefühlen. Ne? Und das stellt wohl ihn mit einem Flugdrachen dar. Ne? Und hier. Ja, das Bild soll wohl Andrew, Mary und Mark, also seinen Vater, darstellen. Ne? Was haben wir hier sonst noch? Da ist noch was. Das ist auch nur ein Spielzeug. Und hier war noch was. So, wir haben unseren ersten Gegenstand aufgenommen. Das ist ein Rohr, würde ich mal so sagen. Ne? Was haben wir hier? Ach, das Bild kennen wir ja schon. Ja, das sind die drei, ne, eben Mary, Andrew und Oliver. Und Oliver, das ist halt der Neue. Und er ist wohl ein guter Kerl, wenn er nicht betrunken ist. Ja, und da haben wir die Problematik dann auch schon mit dem Alkohol. Ne? Wir schauen mal hier in den Schrank. Ach, da steht der Kleine ein bisschen im Weg. Kann man gar nicht reingucken. So, schubst du mal weg. Ja, da stehen die Flaschen. Ja, und das macht es ja traurig, in diese Flaschen, immer auf diese Flaschenansammlung zu stoßen. Und das macht halt das ganze Familienleben kaputt. Ne? Hier haben wir ein paar Äpfel. Davon nehmen wir einen. Keine Ahnung wofür.
hier haben wir ein Bild. Das scheint ein Soldat zu sein, ne? Hier mit Barett. Ja, sieht so ein bisschen so aus. Hier haben wir noch einen Fernseher, den können wir auch anmachen. Nachrichten, Krieg, Autos, Frauen, Nachrichten. Dann machen wir hier wieder aus. Das ist nichts für Kinder, ne? Irgendwas übersehen. Hier die. Ja, hier hat sie ihre Tabletten, ne? Eben. Die Pöppel hat mal so einen Song gemacht, der hieß Mother's Little Helper, ne? Und das sind halt Mary's Little Helper. Ja, ja, sie weiß halt, dass sie zu viel davon nimmt und hat sie halt nach dem Tod von Mark verschrieben bekommen und ja, sie helfen halt, ne? Ja, und nach einigen Jahren ist sie dann auch, nach Marks Tod ist sie dann zu ihrem, wieder zum normalen Leben zurückgekehrt, eben, weil sie mit Andrew einen Grund zum Leben hat und auch jemand, der sie immer an Mark erinnert. Und dann hat sie Oliver getroffen. Ja, und sie dachte, es wäre eine Hilfe, eben Andrew großzuziehen, ebenso der väterliche Teil, der da fehlt, ne? Ja, und sie hat sich in ihn verliebt, obwohl er ein ganz anderer Mensch ist als Mark eben. Aber Andrew hat ihn nicht als Vater akzeptiert, sagt auch nicht Vater zu ihm und ja, und Oliver begann sich zu verändern. Ja. Aber sie muss es halt aushalten. Sie hat ihre Wahl getroffen und irgendwann war es dann auch zu spät, was zu ändern. Ja, und sie kann nicht alleine bleiben mit dem Kind. Es geht einfach nicht. Und ja, sie sind offensichtlich verheiratet, ne? Better bad husband than no husband. Also besser ein schlechter Ehemann als gar keinen. Ja, bedrückend, ne? Die Lebensumstände von Mary. Ja, und dann gehen wir mal nach hier, oder gehen wir erstmal nach hier, gehen wir erstmal hier hin. Dann haben wir auch erstmal alles gesehen. Das ist der Hausflur. Also hier kriegen wir das Sandwich dann nicht zusammen für Andrew. Was haben wir hier oben? Ja, da das sind halt so die letzten Hinterlassenschaften vom Mark drin und immer wenn sie sie anschaut, muss sie anfangen zu weinen und Oliver hat es halt versteckt, damit sie da nicht dauernd dran erinnert wird. Ja, und wir machen den Schrank auf und hier fällt was raus. Ja, auch das Bild kennen wir bereits. Ja.
Ja, das ist eine Erinnerung an bessere Zeiten. Ne? Aber sie kann. Aber eine alleinstehende Mutter ist halt nicht gesellschaftlich akzeptiert. Und sie will halt nur das Beste für Andrew und ihm eben ja, richtige Familie bieten. Eben mit Oliver jetzt. Da ist noch was. Ein hübsches Spielzeug. Was haben wir hier? Ja, Tomaten, die wir vergessen haben, in die Küche zu bringen. Und Tomaten brauchen wir ja noch, ne? Für das Traumsandwich von Andrew. Hier war noch was. Ja, das ist ihre Sparbüchse. Sie hat sie unter die Kommode gestellt, um sie, ja, dass sie nicht so leicht dran geht. Hier haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Ja, sie braucht den halt häufig für Oliver, wenn er betrunken Krach anfängt und eben auch manchmal für sie selbst, ne? Wenn sie halt Blessuren davon trägt von Olivers Trunkenheit. Und hier haben wir noch ein Rohr. Jetzt haben wir zwei Rohre, einen Apfel und Tomate. Was gibt es noch zu entdecken? Ja, noch ein Spielzeug, ne? Eine Spielzeugpistole. Genau, das ist nur ein Spielzeug. Können wir eigentlich rausgehen? Nein, können wir nicht. Wir haben noch häusliche Pflichten. Dazu müssen wir jetzt in die Küche das Super-Sandwich machen. Ja, in der Küche. Ja, auch die Küche so, ne? Alles so ein bisschen runtergekommen, altbacken. Ja. Wie das eben so war, ne? Nach der sozialistischen Ära. Auch hier kann man viel gucken. Na, gucken wir mal hier. Das sieht in einer Brotbox aus. Ja, Brot haben wir, aber uns fehlt irgendwie ein Messer, um Sandwich zu machen. Was haben wir denn noch hier? Mein Kühlschrank auf den kleinen Dino. Ah, da haben wir Käse. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich der Schinken, den brauchen wir auch für das Super Sandwich. Hier oben haben wir was? Da ist eine Metallplatte festgefroren. Werden wir aber nicht brauchen. Ne? Ja, irgendwie brauchen wir noch Messer. Ne? Messer ist das große Problem zurzeit, um das Sandwich zu machen. Wir haben hier, was haben wir hier? Haben wir noch einen Wasserkocher? Was brauchen wir denn den? Hier, das ist unser Gasherd. Wir haben kein Feuer, um anzumachen. Hier ist noch was. Ah, Salatblatt fürs perfekte Sandwich. Und hier. Hier können wir das Wasser anmachen. Können wir wieder ausmachen. Ja. Blick nach draußen lässt ja nachdenklich werden. Ne? Oliver wurde gleichgültig ihr gegenüber.
und sie, ja, und sie wollte halt was gegen, und sie so, denkt halt, sie sollte was gegen diese immer gleichen, gleichgültigen Abende machen, wenn Oliver eben wieder hier ist. Und aber sie sagt halt nichts, ne, ihrem Sohn zuliebe. Ach, wir haben ja noch viel mehr. Wir haben hier noch einen Schrank. Ein vollkommen leerer Schrank. Und hier haben wir auch noch einen Schrank. Können wir den anderen mal zumachen, damit wir da auch reingucken können. Und da ist Krimskrams. Küchenkrimskrams eben. Und last but not least, ja, ein Vorratsschrank. Brauchen wir jetzt nicht reinzugucken. Ja, wir haben noch nach wie vor das Problem mit dem Messer. Die Zutaten haben wir ja. Ja, fragen wir Andrew mal, ne, wo das Messer geblieben ist. Ja, und er sagt, er hat es nicht genommen. Ja. Marie stellt ja fest, dass die Dinge in ihrem Haushalt so einfach so verschwinden, als ob es ja ein Bermuda-Dreieck gäbe. Und manchmal denkt sie auch, dass das ganze Apartment in diesem Bermuda-Dreieck verschwinden wird. Ja, aber das sind halt so merkwürdige Gedanken, die sie eigentlich nicht haben will. Vor denen sie auch Angst hat. Und ja, Andrew ist halt der Grund fürs Weitermachen und auch gegen solche Gedanken anzukämpfen. Ja, was mit Conan? Sie braucht halt Conans Hilfe. Und sie würde gerne damit ein wenig spielen. Ich vermute, sie braucht das Schwert. Ne? Sie verspricht auch, vorsichtig zu sein. Ja, und Andrew sieht das ja nicht ein. Ne? Womit soll er dann spielen? Nee, also jetzt beim Superhelden spielen kann auf Conan nicht verzichten. Ja, Mary überlegt halt, dass sie was anderes braucht, um sein Interesse zu wecken, ne? Damit sie an Conan kommen. Ist ja schon nett, ne? Dass sie so dass er dann nicht einfach den autoritären Elternteil raushängen lässt und sagt, ja, ich nehme den jetzt und ich habe hier das Sagen und du nicht. Probieren wir es mal mit diesem Frosch hier. Ne? Vielleicht sieht aus wie ein Frosch. Vielleicht können wir damit einen Deal machen. Ja, was denkst du denn über den Frosch? Nee, dafür ist Andrew doch viel zu alt. Auto ist toll. Auto kommt in jedem jungen Alter gut an. Sportwagen, wie wir sehen. Sportwagen ist doch auch toll. So. Ah, der ist aber kaputt. Ja. Schwierig. Ja, also Conan dürfen wir nicht anfassen. Ja, und wir könnten doch sein Schwert zu gut gebrauchen. Dumme Sache. Haben wir hier noch was an? Ah ja, wir haben noch den Zauberwürfel. Aber der interessiert ihn ja sowieso nicht. Ja, wie wär's mit dem Zauberwürfel? Nee, das ist langweilig. Und hier haben wir noch den Roboter. Ja, aber dieser Roboter ist echt toll. Viel besser als Conan.
Ach so, das ist Olivtron. Der Schurke, der von Conan erschlagen wird. Ja, klar. Das, ja. Der gehört damit zum Spiel. Ja, wir haben im Schrank haben wir doch noch ein Spielzeug gesehen. Na, da war doch noch was. Hier haben wir noch die Pistole und hier haben wir ein kleines Flugzeug. Ein kleines, süßes Flugzeug. Und hier haben wir eine Pistole. Ich nehme mal eine Wasserpistole oder so. Guck mal, ob wir damit einen Deal gemacht bekommen. Hier, Flugzeug. Raumschiff. Super. Nö, Raumschiff ist doof. Und Pistole? Peng, peng? Auch das ist kaputt. Ja, schwierig. Was können wir unserem Sohn denn anbieten? Haben wir da nicht noch irgendwas für ihn? Guck mal in der Küche. Hier ist ja nichts mehr. Ja, da gibt es also einen Haufen Kisten im Vorratsschrank. Und das ist hier unser erstes Rätsel. Nee, finde ich aber, hat der Antoni hier wirklich schön eingebaut. Ne? Also es war, naja, es war ein bisschen merkwürdiger Vorratsschrank in dem Sinne. Aber ich finde, er hat die Puzzle gut eingebaut. Ne? Dafür, dass es, das Spiel hat tatsächlich ein paar davon. Dafür, dass das ja wirklich alles eigentlich eine seriale Geschichte ist. Ne? Ja, und hier oben haben wir dann unseren Hinweis dazu. Move the boxes, lower. Ja, wir können halt die Boxen hier drin bewegen. Und die können nach oben, nach unten bewegen. Ja, das sehen wir auch gleich. Und die rote Box können wir nur, weil die so schwer ist, können wir nicht nach oben, nach unten bewegen. Und wenn die zwei Möglichkeiten haben, die Boxen sich zu bewegen, dann, also die bewegen sich nach oben und nach unten, dann können wir, sollte man den Weg dann eben blocken. Hier haben wir eine, das Dino steht da, ne? No space to move this box. Aber ich glaube, um die geht's. Da ist so eine Dino-Figur drin. Das ist die schwere Box, die sich nach oben schieben kann. Ja, dann schieben wir mal. Hier unten ist die einzige Stelle, wo wir den, die Sachen entnehmen können. Und jetzt müssen wir das so verschieben, dass wir die Dino-Box darunter bekommen. Das machen wir erstmal da Platz. Die geht dann nach unten. Die schieben wir so. Und hier kann man nur nach rechts und nach links bewegen. Schieben wir die mal hoch und kommt die hoch. Dadurch kommt der Dino runter. Die schieben wir mal. Dahin. Die geht ja nicht hoch, die Box. Aber die geht runter. Dino geht runter. Der geht runter. Die geht hoch. Dino runter. Box hoch. Dino darüber. Die darüber und wir können den Dino nehmen. Ein T-Rex, wie es aussieht hier. Das müsste es doch gewesen sein. Das ist doch bestimmt ein super Satz für Conan. Guck mal hier, Andrew. Was wir für dich haben. Boah, super, ein Dino-Rex. Das ist toll. Wir können es also Conan haben, oder?
Ja, klar. So, wir haben sein Schwert. Jetzt kann man mit dem Schwert das Brot schneiden? Tatsächlich. Können damit Brot schneiden? Können damit auch eine Tomate schneiden? Auch das können wir. Schinken. Boah, super. Ich gehe mal in die Küche. Muss der Kleine nicht sehen, dass er, was wir mit seinem Kunan-Schwert machen. Irgendwie fühlt sich das besser an, wenn wir das in der Küche machen. Das hat so ein bisschen was von Hausarbeit. Ja, und den Käse müssen wir auch noch schneiden. So. 1A. Und jetzt Salatblatt drauf. Käse drauf. Nee, also erst kommen die Tomaten. Natürlich, erst kommen die Tomaten und dann kommt der Käse. Nein, erst kommt der Schinken, dann der Käse und dann das Brot. Und jetzt haben wir das super Sandwich für Andrew fertig. So, jetzt kommen wir ganz mütterlich aus der Küche und er kommt auch schon angelaufen. Bitte schön, mein Sohn. Super, danke. Ja. Und es klingelt an der Tür. Das ist wahrscheinlich Oliver. Ja, und Oliver ist... Und Oliver klingelt auch schon Sturm. Es ist nicht gewohnt zu warten. Ja, da sind wir mal gespannt, ne? Was, wie der heutige Abend dann verläuft. Machen die Tür auf und sicher da keinen Schlüssel. Und Oliver sieht gar nicht gut gelaunt aus. Ja, und die Flasche ist natürlich auch dabei. Ja, und damit sind wir dann im zweiten Kapitel gebrochene Versprechen, Broken Promises angelangt. Und wie es da weitergeht, mit Mary, Oliver und Andrew, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und bis dahin. Tschüss.